Bereits in der ersten Phase ihres Lebenszyklus durchlaufen Stromwandler zahlreiche Tests. Wandlerhersteller müssen die Leistungsmerkmale ihrer Produkte gewährleisten. Dazu gehören die Genauigkeit von Übersetzung und Phasenwinkel, Genauigkeitsgrenzfaktor oder Bemessungsspannung für Schutzwandler bzw. der Überstrombegrenzungsfaktor für Messwandler. Bei TPX, TPY und TPZ-Wandlern kommen dazu noch Parameter hinsichtlich ihres transienten Verhaltens. Hersteller müssen garantieren, dass ihre Wandler diese Parameter erfüllen und diese mittels Prüfung kontrollieren. In der Konstruktionsphase werden Geometrie und Material von Kernentwicklung numerisch berechnet. Bei Schutzwandlern muss der Kern entsprechend groß ausgelegt sein, um ausreichend Spannung zu erzeugen, damit ein Vielfaches des Nennstromes in die Bürde, also das Schutzsystem, eingespeist werden kann. Bei Messwandlern muss der Kern innerhalb des Betriebsbereichs hohe Genauigkeit gewährleisten und bei Strömen knapp darüber in Sättigung gehen. Zum Teil kann dies nur erreicht werden, wenn der Kern aus unterschiedlichen magnetischen Materialien zusammengesetzt wird. Mit einem Zusatzkabel kann CT-Analyzer die Charakteristika des Magnetkerns prüfen, bevor der Kern bewickelt wird. Als nächster Produktionsschritt wird die Sekundärwicklung um den Kern gewickelt. Anzahl und Querschnitt der Windungen bestimmen die Genauigkeit des Wandlers und seine Abhängigkeit von der externen Bürde. Vor dem darauffolgenden Schritt, beispielsweise dem Vergießen in Harz, wird normalerweise eine Zwischenprüfung gemacht, da zu diesem Zeitpunkt Korrekturen noch möglich sind. Zwischenprüfungen mit CT-Analyzer zeigen, ob der Wandler die spezifizierten Kriterien erfüllen wird, bzw. ob Änderungen notwendig sind. CT-Analyzer erledigt diese Prüfungen mit geringem Verkabelungsaufwand und in kurzer Zeit und bietet die Genauigkeit einer Brückenmessung, die üblicherweise als Schlussprüfung durchgeführt wird. In einem Prüflauf von rund einer Minute misst CT-Analyzer Wicklungswiderstand, Magnetisierungskennlinie, Übersetzungsverhältnis sowie die Genauigkeitswerte für die in den Normen definierten Strom- und Bürdenwerte und erstellt automatisch eine okay oder nicht okay Bewertung. Durch sekundärseitiges Prüfen erspart CT-Analyzer den Einsatz von schweren Kabeln, beispielsweise bei Spezialwandlern mit sehr hohem Übersetzungsverhältnis oder sehr hoher Kniepunktspannung. Die Niederspannungs-Niederfrequenzmethode macht das Messen der Magnetisierungskennlinie sicher. Hat ein Wandler mehrere Anzapfungen, können diese mit der CT-Analyzer Switchbox gleichzeitig angeschlossen und in einem einzigen Lauf automatisch geprüft werden. Wenn ein Kunde einen Wandler gemäß IEC 60044-6 spezifiziert hat und gewisse Parameter für das transiente Verhalten erfüllt sein müssen, ist CT-Analyzer die einfachste, schnellste und meist auch einzige Prüfmethode. Anders als Brückenmessplätze, die vergleichbar genaue Ergebnisse liefern, begnügt sich CT-Analyzer mit einer einfachen Wandsteckdose und einem Leistungsbedarf von unter 500 VA. Müssen für den Export in Länder mit anderen Netzfrequenzen Wandler mit einer anderen Nennfrequenz geprüft werden, erfordert das am CT-Analyzer nur einen Tastendruck. CT-Analyzer erstellt Prüfberichte automatisch. Diese sind in mehreren Sprachen verfügbar und können kundenspezifisch angepasst werden. Das Gerät lässt sich in Fertigungsautomatisierungssysteme integrieren. Wandler-Nenndaten können in den CT-Analyzer importiert werden. Dieser misst die Wandlerparameter und spielt die Messergebnisse in die Datenbank des Herstellers zurück, was eine lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleistet. Die Abnehmer dieser Wandler, die diese vor Ort aufbauen oder in ihre eigenen Produkte wie Leistungstransformatoren oder gasisolierten Schaltanlagen einbauen, machen die Qualitätskontrollen der gelieferten Produkte oft mit CT-Analyzer. So können Messungen vor und nach dem Transport der Wandler direkt verglichen werden. Ein Vorteil für Hersteller und ihre Kunden. Namhafte Wandlerhersteller arbeiten mit CT-Analyzer, weil er genau, vielseitig und einfach anzuschließen ist
automatisch aussagekräftige Prüfprotokolle erstellt und in Automatisierungssysteme integriert werden kann.